Und damit willkommen zu einem weiteren Video zu den Bodenplatten in Eisenbahnachse in EEP 9 jetzt bei mir. Und ja, das geht ab der Version 7, glaube ich. Und ihr braucht für Bodenplatten Google Earth die Bodenplatten für EEP. Das ist eine kostenlose Installationsdatei. Die gebe ich euch dann in der Videobeschreibung sowie Snapple Shot und EEP selbst natürlich. Ja, als erstes suchen wir uns hier den Anfang des Bahnhofs und dann müssen wir hier so eine Linie machen in Meter, 60 Meter lang soll die sein. Ich habe jetzt hier schon unten eine als Test gemacht, aber gut. So, wir machen uns hier eine 60 Meter lange Linie, speichern die und dann haben wir die hier auch. Und jetzt brauchen wir ein Fotoprogramm, für was die Linie ist, werde ich euch dann zeigen in EP. Und ja, ihr solltet natürlich darauf achten, dass ihr jetzt nicht so eine Bodenplatte macht, weil das hilft euch gar nichts, weil ihr könnt das in EP dann so groß skalieren, wie ihr wollt. Ihr seht, ihr könnt einfach nichts mehr erkennen. Also die Gleise nicht mehr, die Häuser vielleicht schon, aber gut. Man sollte schauen, dass man so einigermaßen irgendwie so in der Nähe von den Gleisen ist. Und dann braucht ihr Snapple Shot. Hier stellt ihr euch ein 700x700, so ungefähr. Das muss jetzt nicht genau sein. Aber so ungefähr sollte es schon stimmen. Ich habe jetzt sogar passgenau getroffen. 700x700, wie man hier sieht. Ja, ihr könnt das natürlich auch größer machen. Aber mein Bildschirm ist jetzt nicht riesig. Ja, dann klickt ihr hier oben einfach auf Speichern. Und dann könnt ihr das beliebig speichern, wo ihr wollt. Ich nehme jetzt Bodenplatte 1, B1 also. Und dann müsst ihr euch jetzt ganz wichtig einen Punkt hier merken, irgendwo, ob es ein Schatten ist, ein Baumende, ein Gleisende, ein Strommasten, ein Haus, egal was, oder ein Auto. Ihr müsst euch irgendwas merken, wo ihr rechts daneben dann die nächste Bodenplatte ansetzt. Also ich merke mir hier jetzt mal den Schatten hier von dem Strommasten. Und dann tue ich leise langsam nach rechts, dass ich nicht zu groß nach oben und unten verwackel. Und dann setze ich hier einfach wieder an. Speichere mir diese Platte auch, nenne sie B2 in meinem Fall. Und dann suche ich mir hier wieder einen Punkt. In diesem Fall dieses Auto hier unten, das parkende. Gehe hier rüber. Und jetzt muss ich auch ein Stück nach oben. Wegen den Gleisen, weil ich will ja eigentlich die Gleise haben. Und weil der Bahnhof jetzt in der Kurve liegt, speichere mir das unter B3. Suche mir wieder einen Punkt, in dem Fall den Strommastenschatten hier oben. Setze hier wieder an, hier vorne an dem Schatten, klicke auf Speichern und B4. Und so könnt ihr das dann mit dem ganzen Bahnhof hier machen. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil ja, brauche ich ja nicht. Ich will es ja nur erklären. Und dann können wir Snapple Shot und Google Earth schließen. Ihr müsst das natürlich speichern, ich jetzt nicht. Wir gehen in EEP und in den 3D-Editor unter Landschaftselemente und andere findet ihr die installierten Bodenplatten. Wie gesagt, die müssen installiert sein. Und ja, den Link dazu setze ich in die Beschreibung. Und ja, dann klicken wir auf die Bodenplatte mit Rechtsklick auf Eigenschaften, Ladetauschtextur und Desktop, wo wir die Bilder gespeichert haben, suchen uns JPG heraus. In diesem Format sind meine Snapple Shot Bilder und dann Doppelklick, okay, und hier ist dann auch schon unsere erste Bodenplatte. Und jetzt kommen wir mal zu dem roten Strich hier. Wir gehen in 3D-Editor auf farbige Splines, suchen uns hier ein Gleis aus, weil die Gleise in EP sind ja standardmäßig auch 60 Meter lang, darum auch der Strich hier 60 Meter lang. Und jetzt sollte man schauen, dass der Strich genauso groß ist wie, also genauso lang ist wie in EEP. Bei mir passt das jetzt ziemlich genau. Sollte er irgendwie kleiner sein wie so
oder kürzer besser gesagt, dann skalieren wir das einfach und kopieren uns hier den Wert. In meinem Fall ist es jetzt Standard 1,0, aber egal. Bei euch, wenn jetzt die Bodenplatte skaliert werden müsste, dann steht da natürlich was anderes. Bei mir hat das jetzt ziemlich genau gepasst. Wir gehen wieder auf JPG, Bodenplatte 2, klicken auf OK, setzen uns die Bodenplatte hier hin, geben dann auf Optionen den kopierten Wert ein, 1,0, und dann setzen wir hier die Gleise an Gleise und dann haben wir hier schon zwei Bodenplatten. Ja, wenn das jetzt ein bisschen flimmert, setzt du das einfach ein Stück auseinander. So irgendwie. Und dann. Oder setzt die andere ein bisschen höher, wie ihr halt wollt. Ja, das Hilfsgleis können wir wieder entfernen dann. Und dann kommen wir zur dritten Bodenplatte. Rechtsklick auf Eigenschaften, Ladetauschtextur, JPG-Format, Bodenplatte 3. Und klicken auf OK. Setzen uns die Bodenplatte hier hin. Skalieren wieder auf die richtige Größe. Und dann setzen wir uns hier die Bodenplatte daneben. Und dann das Ganze mit der nächsten Platte. Eigenschaften. Ladetauschtextur. Wählen JPG-Format aus. Bodenplatte 4 in meinem Fall. Okay, setzen uns die hier hin. Passen wieder den Wert an auf Optionen. Bei mir stimmt er ja jetzt, brauche ich nichts anpassen. Und schieben die Gleise an die Gleise. Und so könnt ihr dann reale Landschaften, große Bahnhöfe, realistische und Städte original gut nachbauen. Mit den Bodenplatten ab der Version 7 geht das, glaube ich, oder 7.2, wenn es halt den 3D-Editor hier gibt. Und ja, dann könnt ihr eigentlich schon loslegen mit farbigen Splines, Häusern, egal was ihr wollt. Dreht euch halt die Gleise hier zurecht. Und verlegt die da drauf auch natürlich. Legt die auf die anderen Gleise und man sieht schon, dass es genau aneinander passt, weil wir haben ja den richtigen, also die richtige Skalierung durch diesen roten Strich hier. Ja, und ihr könnt jetzt eine Weiche machen, wie es jetzt auch auf der Platte ist. Und das Gleis läuft jetzt nach rechts runter. Das nächste aus der Weiche läuft nach links. Und so könnt ihr halt dann nachbauen mit Bäumen, Büschen und wie halt die Landschaft hier schon aussieht. Ja, und wenn ihr dann fertig seid, die Textur noch darunter und dann könnt ihr die Bodenplatte auch wieder entfernen. Ich werde den Bahnhof jetzt natürlich nicht nachbauen. Ich wollte es euch nur zeigen in einem neuen Video, weil das alte war nicht so der Renner. Und ja, wie gesagt, ich setze euch die ganzen Links, Download-Links von Snapshot, Google Earth und von den Bodenplatten in die Videobeschreibung. Und ja, ich würde mich über einen Like auf dem Video freuen, wenn es euch geholfen hat. Auch gerne über ein Abo oder einen Kommentar. Wenn noch Fragen sind oder Wunschtutorials, ein Kommentar. Oder anders. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.